Hallo, liebe Zuschauer an den diversen digitalen Endgeräten. Ich melde mich hier aus der Ladengalerie der Tageszeitung Junge Welt. Mein Name ist Andreas Wessel und wir alle wissen, aufgrund der gegebenen Lage ist auch diese Kultureinrichtung im Moment komplett geschlossen. Für die Nachgeborenen, die dieses Video in Jahren und Jahrzehnten vielleicht im Internet finden, nochmal, wir haben hier gerade die sogenannte Corona-Krise. Der fiese kleine SARS-CoV-2-Virus ist da draußen unterwegs und deswegen dürfen wir hier niemanden reinlassen. Das ist total schade, weil wir haben kurz vor den Ausgangsbeschränkungen hier eine ganz tolle, wichtige Ausstellung geöffnet mit politischer Malerei und politischen Grafiken von Joachim John. Und da haben wir uns gedacht, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir zu euch und bringen euch so einen kleinen Einblick, eine kleine Führung durch diese Ausstellung auf eure Smartphones oder auf eurem Bildschirm. Und das könnt ihr euch dann in eurem Wohnzimmer angucken, auf dem Balkon oder vielleicht, soweit es erlaubt ist, auch noch auf der Parkbank. Die Ausstellung mit, wie gesagt, Malerei und Grafik von Joachim John heißt »Wenn alle alles wüssten«, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das klingt ein bisschen kryptisch und ein bisschen dunkelraunend vielleicht, aber wir werden zum Ende der kleinen Führung auf jeden Fall Licht reinbringen, was das bedeuten soll. Joachim John, muss ich Ihnen vorstellen hier. Ich denke, viele, die das sehen werden, kennen ihn, haben Kunst von ihm gesehen, vielleicht auch hier. Wir hatten 2007 hier eine ganz große Ausstellung mit ihm, an der er auch noch teilnehmen konnte. Er ist ja leider 2018 schon verstorben. Joachim John war einer der großen Zeichner und Grafiker der DDR und damit einer der großen Zeichner und Grafiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt. Und wir sind sehr stolz, dass wir hier Sachen von ihm zeigen können. Ich stehe jetzt hier, im Hintergrund sieht man das schon, ich habe gerade gesagt, ein Zeichner und ein Grafiker, jemand, der sich so im kleinen Format eher bewegt hat. Da hinten sieht man jetzt riesige Bildtafeln. Das ist tatsächlich Joachim John. Einige haben vielleicht eine dieser Tafeln schon mal hier gesehen, 2007. Die anderen sind jetzt so, dass sie nach 25 Jahren, die sie auf dem Dachboden von Joachim John mehr oder weniger verschollen waren, wieder ins Tageslicht geholt wurden von uns. Und das ist auch der Kern eigentlich dieser Ausstellung. Denn diese Tafeln sind wirklich, sie sind sehr, sehr ungewöhnlich für Joachim John. Sie sind eigentlich vielleicht auch nicht wirklich Malerei, sie sind eigentlich sowas wie große, riesige, kolorierte Zeichnungen. Für ihn war das auch ein ganz, ganz großes Experiment. Und die sind auch, wie kam er darauf, die sind eigentlich auch ein Auftragswerk gewesen. Wobei Auftragskunst, das klingt immer so ein bisschen negativ, gerade mit der ostdeutschen Kunst, also sagen wir vielleicht eher, das war so eine Zusammenarbeitskunst. Und zwar mit Christoph Schroth, dem berühmten, bekannten Regisseur. Und Christoph Schroth war, als die beiden das erste Mal zusammengearbeitet haben, am Staatstheater Schwerin tätig und dort hat er nicht einfach nur einzelne Inszenierungen auf die Bühnen gebracht, sondern er hat unter dem Titel Entdeckungen, ich habe das leider nie gesehen, ich habe es mir erzählen lassen und man findet darüber auch einiges, hat er so volksfestartige Veranstaltungen gemacht mit Inszenierungen, mit Lesungen und er hat eben auch das Foyer zum Beispiel mit einbezogen und er hat 1989 Joachim John gebeten, das gesamte Foyer auszustatten mit Kunst. Den Zeichner John, der eigentlich, wie gesagt, doch eher die große Form im kleinen Format gesucht hat, sollte sich plötzlich auf mehr als 100 Quadratmetern ausbreiten. Er hat die Herausforderung angenommen, er hat das gemacht. Das Thema damals der Entdeckung von Schroth war Stücke zur Revolution. Das war eigentlich der Jahrestag, 200 Jahre 1789, aber es passte dann irgendwie doch ziemlich für 89 wie die Faust aufs Auge. Und John hat ein 100 Quadratmeter großes, man kann sagen, ein riesiges Leporello gemacht zur Französischen Revolution. Und das hat so gut geklappt und hat beide so begeistert und natürlich auch die ganzen Zuschauer, dass er das später in Cottbus nochmal gemacht hat, 1993. Da hatte sich die Lage schon etwas geändert. John hat ja die Umwälzungen im Osten hier doch sehr kritisch begleitet. Und damals hat er dann ein riesen Leporello gemacht mit dem Titel Verwandlungen Deutschland. Und zu seinem großen Leidwesen ist das nie wirklich dokumentiert worden richtig. Also wir haben, also ich habe noch keine Fotos gefunden, wo man sehen kann, wie diese Leporellos, dieses riesen Leporello gestanden hat. Aber auf seinem Dachboden hat er einige dieser Tafeln aufbewahrt. Manche davon, also nicht so ganz günstig, ich habe das damals auch selbst gesehen, die Tauben haben da manchmal raufgeschissen, das kann man auch an einigen Tafeln hier noch etwas beobachten, die müssen wir noch etwas restaurieren. Aber es ist gelungen, damals 6 dieser Tafeln zu retten, in einer Berliner Privatsammlung. Und diese Ausstellung jetzt hier zeigt nicht nur diese 6 Tafeln, wir werden sie uns gleich noch kurz angucken, sondern sie sind auch, und das war der Anlass hier, jetzt im Besitz der Kunstsammlung der Jungen Welt. Das ist sehr wichtig, also auch mir sehr wichtig, das zu sagen, weil diese Tafeln sind damit jetzt auch im Prinzip für die Öffentlichkeit, stehen sie zur Verfügung, sie werden nicht mehr verschwinden im Privatbesitz. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir damit machen. Hier hinter mir sieht man, wir haben hier 4 Tafeln gleich am Eingang gehängt, das wirkt
so, als wenn sie geschaffen worden wären, hier für diesen Raum. Wir werden sie leider hier nicht hängen lassen können, nicht dauerhaft. Wir wollen ja auch andere Sachen noch zeigen in der Ladengalerie in den nächsten Monaten und Jahren. Aber sie werden hier in der Redaktion einen Platz finden, vielleicht im Redaktionsflur oben, und werden dann dort gesehen werden können. Jeder kann herkommen, sie sich anschauen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn sie auch mal irgendwo auf anderen Ausstellungen dann gezeigt werden können. Sie sind ein wirklich sehr besonderes Stück realistischer Kunst, engagierter Kunst und DDR-Kunst. Zu Jon, ich habe gesagt, ich muss ihn hier nicht weiter vorstellen, vielleicht nur so viel, er ist 1933 in Tetschen geboren, wie es damals hieß, heute Ditschin in Nordböhmen, hat sich 1977 aus der Hauptstadt zurückgezogen auf so ein kleines Kaff, ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern, Neufrauenmark, und hat von da aber die politischen Entwicklungen in der DDR und auch nach der Wende sehr genau beobachtet. Ich brauche deswegen nichts weiter zu ihm sagen, weil er hat in zwei Büchern, das eine Buch heißt Bube Jon, das ist 2009 rausgekommen, und das andere heißt Kuckuck, 2012. In diesen Büchern hat er selbst sein Leben meisterhaft dargestellt. Das sind keine üblichen Biografien, das sind wunderschöne Stücke Literatur, die ich jedem empfehlen kann. Und natürlich kann man die Bücher auch hier in der Ladengalerie kaufen, und da man gerade nicht herkommen kann, kann man sie auch online kaufen im Junge Welt Shop. Also diese Sachen sind literarische Kleinode. Und wir haben auch viele andere Bücher von Jon hier mit seinen tollen Illustrationen. Er hat ja sehr viel Buchgestaltung, sehr viel Illustrationen gemacht. Also kann ich sehr empfehlen, mal im Junge Welt Shop ein bisschen zu wühlen. Und wenn alle wieder herkommen dürfen, natürlich auch hier vor Ort. Ich habe gesagt, er war ein realistischer Künstler. Realismus war für ihn eine ganz wichtige Sache, eine ganz wichtige Haltung. Er hat sich manchmal als Muckist Nummer 1 bezeichnet. Und zwar bezogen auf Gabriele Mucchi, den großen italienischen Maler und Designer und Stadtgestalter, der einer seiner Lehrer war. Und er hat die Definition Muckis, was Realismus ist, übernommen. Ich lese das mal vor. Für die Junge Welt schrieb er uns das mal so auf. Muckis Realismus ist Darstellung von Wirklichkeit so, dass daraus ein Urteil über die Wirklichkeit erwächst und sich nichts in rein ästhetischem Genuss verliert. Seine Kunst will Meinung bilden. Und das ist natürlich auch das, was er mit diesen Tafeln hier eigentlich mit seinem ganzen Werk machen wollte. Ich werde keine Bildbeschreibung machen. Wir werden die Tafeln mal kurz einblenden und zeigen. Vielleicht nur so viel. Also natürlich, dass er hat ein Personal gehabt, das er entwickelt hat über die Jahre, was immer wieder auftaucht. Ganz wichtig für ihn war, hier auf dieser Tafel jetzt zu sehen, Bertolt Brecht. Nicht nur für ihn, wichtig für sehr, sehr viele Künstler der DDR, eine Zentralgestalt. Er setzt hier auf diesem Bild Brecht in ein etwas kurioses Welttheater, könnte man sagen, das er natürlich immer sowohl auf die aktuelle Situation bezogen hat, als auch mit dem großen Blick in die Vergangenheit und natürlich damit in die Zukunft. Weil in die Vergangenheit zu blicken, machte für ihn auch nur Sinn, um damit in die Zukunft blicken zu können. Manchmal pessimistisch, aber er versuchte auch bei allem Pessimismus immer ein Optimist zu sein. In dem anderen Bild hier sehen wir einen Brecht-Spruch, den er kombiniert hat mit seiner Marianne, mit der Jakobiner-Mütze, die ganz häufig auftaucht bei ihm in seinen vielen, vielen Arbeiten zur Französischen Revolution, die natürlich Arbeiten überhaupt zur Revolution waren. Es ging immer um diesen Ausnahmezustand der Menschen, der Menschheit, der Revolution, zu gucken in der Geschichte, was passiert ist, warum Revolutionen häufig gescheitert sind. Das haben wir auch zum Teil alle erlebt. Und hier auch diesen schönen Spruch, den er auf dieser Tafel eben verwendet, dauerten wir unendlich, so wandelte sich alles. Da wir aber endlich sind, bleibt vieles beim Alten. Ein Spruch, an dem er sich doch auch selbst festgehalten hat. Auf den anderen Tafeln hier sehen wir doch eher schon aktuellere Kommentare, eben 93 entstanden, Anfang der 90er. Die eine Tafel hier heißt, und von überall her kamen Hunde. Da kann sich jetzt jeder selbst was bei denken. Oder eben diese Tafeln hier, wo er diese Vögel gemacht hat, an Anlehnung vielleicht an das, was wir von Wolfgang Matthäus großem Werk der Jahrhundertschritt kennen, wo sich hier man könnte sagen, die Grundirrtümer und die Grundwahrheiten des Jahrhunderts gegenüberstehen und bekriegen. Und auf dem letzten Bild, was wir auch genommen haben für die Einladungskarte, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen, diese deutschen Furien, die wir dort sehen, wirken heute vielleicht noch erschreckender, als sie damals Anfang der 90er gewirkt haben. Das ist natürlich auch ein Merkmal seiner großen Kunst, dass er Kommentare zur Zeitgeschichte abgegeben hat, die natürlich auch weiterwirken und die immer uns was zu sagen haben werden und mit dem man sich auch sehr lange beschäftigen kann und sehr, sehr lange
dran zu knabbern hat. Er hat eben auch eine Kunst gemacht, das beziehe ich jetzt mal auf ein Zitat von Fritz Krämer, die man nicht einfach so konsumieren konnte. Man muss daran arbeiten, mitarbeiten an dieser Kunst. Man muss eben dran knabbern, man muss beißen, man muss immer wieder hingucken. Und deswegen ist es auch so wichtig für uns, für mich, dass wir diese Werke jetzt in der Kunstsammlung der Jungen Welt haben. Einige werden es gar nicht wissen, dass wir eine Kunstsammlung haben. Ja, die Junge Welt hat ja schon selbst in den 70er Jahren, von 1971 bis 1985, eine Grafikedition herausgegeben, wo es darum ging, Kunst ans Volk zu bringen, an die Masse. Und das ist natürlich im Archiv und wir haben auch Sachen, es sind Sachen gekauft worden. Wir haben viele Schenkungen von Künstlern, von Kunstsammlern. Wir bauen auch ein Archiv auf, wo es eben um DDR-Kunst geht, die ja nicht gestorben ist 1989, die lebt ja weiter, die wird auch weiter gemacht. Die DDR-Künstler sind ja nicht gestorben alle 1989 und wir sammeln auch Dokumente dazu. Und ich kann auch jeden aufrufen, wer meint, uns da unterstützen zu können, ist sehr, sehr herzlich willkommen. Und wir geben ja auch eine eigene Kunstedition heraus seit letztem Jahr wieder. Joachim Juhn hätte gerne daran teilgenommen. Er konnte das nicht mehr, er ist gestorben, bevor wir das geschafft haben, auf die Reihe zu bringen. Aber wir denken immer an ihn dabei und auch gerade an seine Auffassung von Kunst und wollen ihm auch dort Kunst liefern, die nicht einfach dekorativ ist, die überhaupt nicht dekorativ ist, sondern die auf eine andere Weise schön ist. Eine Kunst, an der man eben zu knabbern und zu beißen hat. Juhn hat sich immer wieder mit dem Problem herumgeschlagen, was Kunst überhaupt kann. In diesem Sinne wirken und hat vieles ausprobiert. Also sein Realismus war kein dogmatischer Realismus, aber er ist letztendlich immer wieder zurückgekommen auf den Menschen auch, auf den Menschen im Bild. Und ich habe ein schönes Zitat von ihm, was ich unbedingt vorlesen muss, weil er hat das zur Eröffnung einer Ausstellung seines großen Lehrers Gabriele Mucki gesagt, als Mucki 100 wurde. Mucki hat das sogar überlebt, er ist 102 geworden. Und er sagte dort, Juhn für Mucki: In vielen großen Museen stehe ich hilflos vor vielen Bildwerken, denen man angeblich nur mit nebligen Philosophien näher kommen kann. Mit den eigenen Augen zu erleben ist meistens nichts, weil angeblich alles hinter den Dingen liegt, hinter dem Sichtbaren. Um aber zu malen, was hinter den Dingen liegt, sollten die Dinge anwesend sein. Wir, sagt Juhn, sind vom Stamme jener Künstler, denen die Wunder der sichtbaren Welt noch heilig sind, die aus deren Anblick ihre schöpferischen Kräfte ziehen und die sich davon ernähren wollen. Ein Großteil der Magie unserer Existenz liegt für Augenmenschen, für Sehende, für Seher, verborgen in der sichtbaren Welt. Das Geheimnis der Welt, sagt ein Dichter, und das gilt vornehmlich für Maler, liegt in ihrer Oberfläche. Und durch die Darstellung, die realistische Darstellung dieser Oberfläche, wollte eben Juhn uns helfen, die Wirklichkeit besser zu verstehen. So, jetzt ganz plötzlich ein kleiner Standortwechsel. Wir haben einen zweiten Schwerpunkt dieser Ausstellung, was man jetzt hier neben mir im Hintergrund sieht, Grafiken von Joachim Juhn gehängt. Ich habe ja gesagt, er ist als Grafiker, als Zeichner und Grafiker eigentlich berühmt geworden, da fühlte er sich auch ganz zu Hause. Und wir haben hier eine ganze Mappe von ihm gehängt mit insgesamt 12 Grafiken und die Mappe heißt Amerika Latina. Diese Mappe war ihm sehr, sehr wichtig, aus inhaltlichen und aus formalen Gründen. Auf der einen Seite hat er dort eine Kolumbienreise verarbeitet, die er 1982 gemacht hat, vom Künstlerverband aus. Und was er dort gesehen hat in Kolumbien, hat ihn unglaublich beeindruckt. Er war nur in Anführungsstrichen 3 Wochen dort, aber diese Reise hat ihn jahrelang beschäftigt. Er hat darüber auch einen sehr schönen Text geschrieben, den ich auch empfehlen kann. Das Buch heißt Colombiana, ist auch mit Originalgrafiken von ihm. Und diese Texte sind schon bildgewaltig in sich. Und er hat dann aber auch versucht, was ihm auf eine produktive Art und Weise schwer gefallen ist, diese Eindrücke mit dem, was er aber auch wusste über die politischen Entwicklungen in Südamerika, zu einem großen grafischen Zyklus zu verarbeiten. Und das ist ihm meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Und diese Mappe Amerika Latina war für ihn auch sein Hauptwerk, sein Zentralwerk. Und es ist schön, dass wir sie hier komplett zeigen können, diese Mappe. Und ich denke, wir gehen einfach mal kurz die neuen Hauptgrafiken durch. Ich lese auch mal die Titel dazu vor. Wir haben einmal das Blatt Allegorie 1, das ist das Titelblatt gewesen. Und danach kommt das Blatt Die Last. Ich sage gleich hinzu, ich werde keine Bildbeschreibung machen. Also wir zeigen die ja, damit man die sieht. Und diese Bilder haben eben auch etwas, also wenn man sie beschreiben könnte, bräuchte man sie nicht als Bild. Sie haben ja etwas
Unschreibbares, Unsagbares. Und auch die Titel geben zum Teil auch nur einen Hinweis. Wir werden auch, wenn man das jetzt sieht, immer wieder so sein Personal wiedererkennen im nächsten, die folkloristische Diktatur oder danach eben das Blatt Libertad. Und wir sehen immer wieder auch seine Bezüge zur Revolution, zur französischen Revolution, die natürlich auch in Haiti ja übergegriffen hat, bis auf den amerikanischen Kontinent. Das vierte Blatt finde ich persönlich sehr eindrucksvoll. Es heißt Los Desaparecidos, die Vermissten. Das ist ein stehender Begriff in vielen Ländern Südamerikas, wo während der Militärdiktaturen, und leider wissen wir heute, dass das Ganze, dieser Spuk offenbar noch nicht vorbei ist, Zehntausende Menschen verschwanden. Bis heute wissen die Familien oft nicht, was passiert ist. Die Leute wurden im besten Fall erschossen, sie wurden aber auch zu Tode gefoltert, sie wurden lebendig gefesselt ins Meer geworfen. Wir kennen das von Chile, von Argentinien, von Uruguay, von Kolumbien. Das hat er hier sehr eindrucksvoll zu fassen versucht. Danach das Blatt Die Invasion bezieht sich auf die Granada-Invasion, aber nicht nur. Also seine Blätter haben natürlich auch etwas darüber hinaus Weisendes. Im Blatt 6 sehr hoffnungsvoll das Ende der Diktatoren. Blatt 7, die Sandinisten, und er endet dann nochmal mit einer Allegorie, wo er sich auch wieder zurückbezieht auf die französische Revolution. Diese Blätter sind natürlich nicht nur einfach ein zum Teil fast etwas grausiges, großartiges Bilderbuch, sie sind auch grafisch Höhepunkte seines Schaffens. Er hat hier gezeigt, dass er als Zeichner seine Mittel voll im Griff hatte. Er zeigt auch, dass er die technischen Mittel der Radierung hier im Griff hat, sodass diese Blätter überhaupt grafische Höhepunkte sind der Kunst. Und das Schöne, das habe ich vorhin nicht erwähnt, Ion war ja durchaus auch wenn er selbst sich immer gequält hat mit der Bedeutung seines Werkes, ein sehr anerkannter Künstler. Er war Mitglied der Akademie der Künste also in der DDR, war dann auch im 20er-Gremium, was Heiner Müller zusammengerufen hat, und war dann Mitglied der Vereinigten Akademie. Und die Akademie pflegt auch sein Werk. Wir finden dort sehr viele. Er hat sehr viele Blätter der Akademie hinterlassen und Dokumente, sodass eben auch diese Sachen bewahrt sind. Und ich bin auch der Meinung, oder ich hoffe sehr und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Blätter eine Qualität haben, die sie so weit herausheben, dass man sie auch, wenn man irgendwann mal vergessen hat, alles im Kontext von DDR-Kunst und wie auch immer zu bewerten, von Auftragskunst, von Diktaturenkunst, dem ganzen Blödsinn, der ventiliert wird, dass man diese Blätter einfach sehen kann als Höhepunkte der grafischen Kunst des letzten Jahrhunderts. Ion als Zeichner, er war auch nicht einfach nur Zeichner, weil er vielleicht das große Format nicht beherrscht hat. Er hat das Zeichnen wirklich als den adäquatesten Ausdruck dessen verstanden, was er konnte, weil es auch durchaus dem Schreiben nah war. Er hat eben auch geschrieben, ich hatte es ja schon gesagt, wir werden es am Ende auch nochmal sehen. Und Ion meinte auch mit dem Zeichnen, er war ein manischer Zeichner, sein Arbeiten an der Welt, was oft sehr schmerzhaft war für ihn, bewältigen zu können. Für mich hat Ion ganz spezifische Eigenschaften vereint, die einen großen Zeichner ausmachen, nicht nur einen großen Künstler, gerade einen großen Zeichner. Eine ständige Unzufriedenheit mit der Welt, eine produktive, eine philosophische Neugier, auch wenn er sich immer geweigert hat, dass, wenn man ihn als philosophischen Künstler bezeichnet hat, hat er immer abgewehrt, aber er war es natürlich. Eine große Skepsis gegenüber dem Gattungswesen Mensch, aber eine große Zugewandtheit dem Individuum gegenüber und eben das, was Gabriele Mucki, sein großer Lehrer, und ich darf sagen, auch noch mein Lehrer, eben die ironische Ironie genannt hat. Und das finden wir in allen seinen Arbeiten. Zeichnen war für Ion auch nichts Genialisches. Es war ein Handwerk, das auf Übung beruhte. Und die Leichtigkeit, die er erreicht hat, und gerade in diesen Blättern ist das zu sehen, das war für ihn mit Brecht eine überwundene Mühe. Und das war ihm sehr wichtig. Er hat mir öfter gesagt, dass er an ein paar Strichen erkennen könne, wie lange jemand schon zeichnet. Ion hat sich sehr gequält damit, uns auch manchmal ein bisschen gequält damit, aber in einer Weise, die ich sehr wichtig finde, zu fragen, was denn eigentlich die Verantwortung von Kunst ist, ob Kunst überhaupt eine Verantwortung hat, ob Kunst irgendetwas bewirken kann. Wenn sie das nicht kann, hat sie auch keine Verantwortung. Und er schrieb mal in einem Brief 2002, der unlösbare Widerspruch in der Bildnerei erscheint mir zu sein, man will seine eigenen Kräfte finden und weiß doch, dass das ganz eigene, das unverwechselbar Individuelle
asozial ist. Man will also, was gegen alles steht. Damit hat er sich gequält und einen Satz von einem befreundeten Philosophen hat er selbst als sehr tröstlich empfunden. Der sagte nämlich, die Schönheit der Wahrheit liegt in ihrer Unvollkommenheit. Als Kontrapunkt zu den riesigen Tafeln ganz kleine Sachen, Neujahrskarten von Joachim John. Auf diesen Neujahrskarten hat er nicht nur wunderbare kleine Zeichnungen gemacht, sondern er hat uns immer auch ein Sprüchlein ins Stammbuch geschrieben. Und den Spruch, den er uns hier 2009 geschickt hat, den will ich zum Schluss vorlesen, weil ich ja auch versprochen habe, dass wir den etwas kryptischen Ausstellungstitel noch aufklären wollen. Also, Joachim John 2009. Wenn die Pole schmelzen, laufen wir auf Stelzen. Wenn die Wälder sterben, können wir Brennholz erben. Wenn die Wasser steigen, auf zum Nixen reigen. Wenn alle alles wüssten, wären alle Kommunisten. Vielen Dank und viel Glück. Aus.